Ilona Christen wird Ihnen präsentiert von TV Hören und Sehen, der großen Programmzeitschrift für die ganze Familie. Sie suchen eine deutsche Frau. Warum? Naja, in Alaska müssen Sie verstehen, ist eigentlich Frauenmangel. Für jede 60.000 Single-Männer gibt es nur 9.000 Single-Frauen. Das ist doch ein gutes Verhältnis, da muss ich hin, ja. Ja, für Sie ist es ein gutes Verhältnis, aber für uns nicht. Christiane, Sie sind gerade 18 geworden. Ja. Warum wollen Sie einen Mann aus Alaska? Weil ich Deutschland gerne verlassen möchte und mir eine Zukunft in Alaska vorstellen könnte und früh eine Familie gründen möchte. Oh yeah, I'm a real smart ass. Ah. Ich bin schon ein kleiner Klugscheißer. I'll tell you that I love you and I... Und hier ist Ilona Christen. Hey, herzlich willkommen alle zusammen hier im Studio. Ihnen einen schönen Nachmittag zu Hause. Herzlich willkommen. Es fängt alles ein bisschen anders an heute. Und das hat auch seinen Grund. Millionen Menschen sind ja auf der Suche nach einem Partner, einen für die schönen Stunden, einen nur so für den Sport, vielleicht auch einen fürs Leben. Da sucht die Powerfrau den, der sie aushält, der sie durchhält im Zweifelsfall auch. Oder man sucht sich vielleicht den mal nur fürs Wochenende, ganz einfach. Unser Thema heute, Bekanntschaftsanzeigen, Bindestrich-Fehlanzeigen, aber mit großem Fragezeichen dahinter. Das ist das, worüber wir reden wollen. Und wir haben für Sie, meine Damen zu Hause, und vielleicht haben Sie Papier und Stift bereit, falls Sie kleine Skizzen machen wollen oder Sie sich eine Zahl merken wollen, ein ganz besonderes Angebot, denn Sie sind frisch eingeflogen aus Alaska. 10 Boys, die eine deutsche Frau suchen. Herzlich willkommen. Ja. Jetzt will sie sagen, 10. Ja, was sollen wir denn mit 10? Ja, das reicht doch nicht für alle. Es gibt hier eine kleine Broschüre, die heißt Susis Alaska Man. Und da sind sie alle drin. Also es gibt jeden Monat diese Ausgabe. Hier ist zum Beispiel Bill Steffen. Den sieht man, was er alles kann. Beim Angeln, beim Skifahren, Kanufahren, Michael hier. Dann gibt es welche, die sind im Wald unterwegs wie Kies. Der knutscht Elche. So, er fährt mit dem Truck, ja, er fischt, sieht so aus, Peter Parker. Also was immer Sie wollen, hier ist alles drin, das kann man auch bei uns bestellen oder direkt via Alaska und dann können Sie sich einen fischen, einen fangen, wie Sie wollen. Neben mir sitzt Edward. Edward trägt die Nummer 10, das muss man ja auch mal sagen. Sie sprechen Deutsch, Edward, ne? Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen, viel schon. Sie suchen eine deutsche Frau, warum? Naja, in Alaska, müssen Sie verstehen, ist eigentlich Frauenmangel. Für jede 60.000 Single-Männer gibt es nur 9.000 Single-Frauen. Das ist doch ein gutes Verhältnis, da muss ich hin, ja. Ja, für Sie ist es ein gutes Verhältnis, aber für uns nicht. Ja, und ihr seid also Lonely Man, also einsame Wölfe und schlaft jeden Abend alleine, hä? Naja, alleine vielleicht nicht, ja. Aber einsam... Ja, gut. Okay, was mögen Sie an deutschen Frauen so? Naja. Deutsche Frau, was ist da dran? Kann gut kochen, kann... Ja, das ganz bestimmt, weil ich deutsche Eltern habe. Aus welcher Ecke kommen die, Edward? Ja, meine Mutter von Sudetenland, mein Vater von Kassel. Kasseler Rippscher, da, ja, gut, mit Sauerkraut, ja, das hat man doch noch oft. Rouladen habe ich auch gern. Gefüllte, ne? Ja, also Ihre bestimmt. Frau muss kochen können, was muss sie noch haben? Naja, täglich kochen brauchst du eigentlich nicht, muss aber ab und zu mal wäre schon schön, ne? Ab und zu eine warme Mahlzeit wäre ganz gut, ja. Etwa Alaska, worauf müssen sich die Frauen einstellen? Viel kalt, ne? Naja, vielleicht kälter als hier, aber viel kalt nicht und man gewöhnt sich schnell dran. Aber länger kalt, ne? Ja, vielleicht schon, aber dafür habe ich auch ein Fireplace. Ja, ja, du kleinen Kamin, da weiß man schon mal, wo man hinkommt. Es gibt Grizzlybären? Gibt's da schon, kann man auch finden, wenn man suchen will, aber das tue ich selber nicht. Nee, ist nicht so günstig, ne? Die sollen da bleiben, wo sie sind und ich bleibe, wo ich bin. Ja, okay. Wir wollen ein bisschen was über Sie wissen. Was machen Sie beruflich? Beruflich bin ich eigentlich Computertechniker. Ich repariere Computergeräte. Und Hobbys? Auch Hobbys. Radfahren tue ich, Bowling mache ich auch gern. Ganz beweglich, der Mann, ne? Ja. Muskeln, haha, hier, nix, kein Gramm Fett dran. Ja, Was sind Ihre Stärken? Meine Stärken. Na, ich bin ein sehr liebevoller Mensch. Ich bin sparsam. Sparsam? Haben Sie nicht gesagt, Ihre Vorfahren kommen nicht aus Schottland, hä? Sparsam ist nicht so günstig, ne? Naja, das heißt nicht, dass ich nicht gern Geld ausgebe, wenn ich das richtige
Gelegenheit finde, genau. Und für das man Geld ausgibt. Genau. Sie mögen Kinder? Ja. Und Sie wollen auch welche? Ja, also das wäre halt was ich mit meiner zukünftigen Partnerin besprechen müsste. Also ich... Ja, vorher reden schadet auch nichts, ja. Halt einig sein. Ne? Ja, und wenn sie schon Kinder hätte, wäre das ein Hinderungsgrund? Ach, eigentlich nicht. Ich meine, ich suche halt eine Frau, mit der ich gut auskomme. Und wenn ich sie finde und sie hat schon ein Kind, dann muss ich halt zusehen, dass ich auch mit den Kindern auskomme. Ist ganz klar. So, und wer sie jetzt mag, wer sich für sie interessiert, der merkt sich bitte Edward und die Nummer 10. Ja, ja wir haben natürlich auch, Dankeschön fürs Erste, wir haben natürlich auch jede Menge Frauen eingeladen, die auf Männersuche sind, die ganz gerne nach Alaska kommen würden. So, mit Ihnen rede ich gleich noch, möchte Ihnen aber jetzt erstmal die anderen Herren hier in der Runde vorstellen. Da ist Ed, er ist 38 und trägt die Laufnummer, wollte ich gerade sagen, dabei sitzt er. Nummer 9, das Ganze. Ed, Sie sprechen auch ein paar Wörter Deutsch? Wo ist die nächste Buchhandlung? Goethe-Institut. Und mein Liebchen, gib zu mir deine Herz und Seelen. Sonst nichts, ja? Auch gut. Wo gelernt? I spent a summer in Vienna, 22 years ago. Ich habe einen Sommer in Wien verbracht, vor 22 Jahren. Ja. Muss Ihre Frau jetzt Englisch lernen oder würden Sie wegen ihr auch Deutsch lernen? Well, I'd like to have a couple of kids and I think it'd be real good for them to be bilingual. Gerne zwei Kinder haben und ich glaube, es wäre von Vorteil, wenn diese Kinder zweisprachig erzogen werden. Auch nicht schlecht. Gut. Was machen Sie beruflich? I own a computer software company. Bitte? Ich besitze eine Software-Gesellschaft. Und Sie arbeiten hart? About 18 hours a day. Bis zu 18 Stunden am Tag. 18 Stunden am Tag? Wissen Sie, wie lang ein Tag ist? 24 Stunden. Wann haben Sie noch Zeit für die Frau? Well, remember in Alaska, you got all that daylight and summer, all that. In Alaska haben wir sehr viel Tageslicht und daher haben wir sehr viel Zeit, viele Sachen zu tun. Also Tageslicht. Ansonsten Love in Between, ha? So ja. Love in Between. Okay. That's right. Ed hat die Nummer 9. Nebenan ist James mit der Nummer 8. James, wie soll sie sein, die Frau, von der Sie träumen? I like my women medium. Medium height, medium ich hätte gern eine Frau medium. Mittlerer Statur. Alles sollte sich schön im mittleren Bereich bewegen. Nicht well done, hä? So. Medium, right? Medium, okay. Sie muss was ganz besonders gut können? It's great if she has a really nice smile. Sie sollte ein sehr schönes Lächeln haben. Damit fängt ja alles an, ne? Ja. Und wenn sie dann angelacht hat, dann spielen sie zur Gitarre, ja? Sure. Ja, dann machen wir. Aber sicher. Ja, komm, sing mal einen Song, so einen halben wenigstens so. Love me tender, love me true. Und jetzt Lagerfeuer. Never let me go. Und schönen frischen Lachs. I'll tell you that I love you. And I always will. Er always will und wenn noch eine will, Nummer 8, ganz klar. Brian mit der Nummer 7 ist Fischer von Beruf. Ne? Welche Fische fangen Sie? Lots of different kinds of fish. Viele verschiedene Arten von Fisch. Halibut, Salmon, Lachs. And maybe, und vielleicht aber auch a good woman who can speak German. Gute deutschsprachige Frau. Die muss dann auch mit diesen hohen Hosen im Wasser stehen und warten, bis jemand angebissen hat. If she would like to, sure. But if she doesn't want to fish, that's okay too. She could just come for fun, for vacation. Sie könnte einfach nach Alaska kommen, um einen Urlaub zu verbringen, um Spaß zu haben. Sie muss auch groß sein, ne? Wenn Sie mal gerade aufstehen, ich meine. Ja, also guck mal, hier ist 2 Meter Mann, ja? Hier, also. Jede geht da nicht, ne? Eine, die 2,40 Meter ist, hat schlechte Karten, oder? Oder nehmen Sie auch die kleineren, handlichen. So, solche.
Sure, it, she doesn't ja, necessarily have to be tall. Yeah, die Frau, die ich will, muss nicht unbedingt klein sein. Die inneren Werte sind genauso wichtig wie die äußeren, gut, wie die Äußerlichkeiten. Gut gesagt. Nummer 7, wer sich für ihn interessiert, merken. Mira, warum soll das ein Alaska-Mann sein? Sie könnten auch hier in Deutschland fischen. Die Deutsche, die sind mir zu langweilig, die sind träge und die nehmen auch noch das Gesetzbuch mit ins Bett. Mir kommt es vor, dass der deutsche Mann erstmal nachschauen muss, wann er aufstehen darf oder wann er die ehelichen Pflichten erfüllen darf. Vielleicht jeden Mittwoch oder Samstag. Und ich war schon mal im Ausland, in mehreren Ländern. Aber ich habe noch nie sowas erlebt wie der deutsche Mann. Das ist. Waren Sie schon mal in Alaska? In Alaska nicht, aber Wisconsin, in Milwaukee, in Chicago. Aha. So, Sie glauben, Sie fühlen sich dort wohl? Ja, ich bin seit meinem 14. Lebensjahr allein. Ich kämpfe und ich liebe die Wildnis und die Natur. Sie sind im Widder, ne? Ja, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand. Ja, das sieht man, ne, in dem Moment. Ja, wie stellen Sie sich das Leben dort vor? So angezogen, wie Sie jetzt sind vielleicht? Naja, wenn die Boys Moonboots dabei haben, dann schenke ich euch die. Die würde ich gerne eintauschen. Da gibt es einen Traum, ne? In Alaska, da gibt es so für Sie einen Traum in Richtung Hundeschlittenrennen, ne? Das ist mein größter Traum. Der ist jedes Jahr am 1. März. Das ist das längste und schwierigste Hunderennen von der ganzen Welt, quer durch Alaska, so 1700 Kilometer lang. Und das hätte ich gern gesehen von Anfang an. Aber da müssen Sie doch nicht gleich heiraten. Nö, muss man nicht. Aber ich kann doch mal rübergehen und schnuppern gehen. Ja. Was da los ist, mal gucken. Sie würden nicht alleine gehen, ne, Mira? Nein, ich habe eine kleine Tochter, die ist 5 Jahre, die würde ich mitnehmen. Der Vater ist leider vor 4,5 Jahren tödlich verunglückt. Ist da schon was dabei? So? Ja. Ist da ein Favorit so von der Nummer her? So 98765? 743. 7, 4 und 3. Okay, 7, 4 und... Schauen wir mal. Okay, Steven mit der Nummer 6 jetzt. Da reisen Sie immer mit Ihrer Fischerweste? Yes. Yeah, very much so. I love fishing. Also ja, ich reise immer damit. Ich liebe einfach das Fischen. Und jetzt fischt ihr beide zusammen hier in Deutschland, ja? Yes, I fish everywhere I can possibly fish. Ich fische überall, wo ich kann. Soll das ein kleiner Goldfisch, also sowas klein? I use large Worms. Also doch schon was länger. Eine Frau, die sich vor Würmern ekelt am Angelhaken, das ist nichts für Sie. She could be trained to enjoy sie könnte sich daran gewöhnen. Steven, beschreiben Sie mal Ihren Charakter. Sure. Natürlich. Myself, ich bin ein Mensch, mit dem man gut zurechtkommt, der sich nicht allzu schnell aufregt. Ich versuche mich ständig zu verbessern und komme mit meinen Freunden gut zurecht. Also nicht so ein kleiner Hektiker, ne? Nein, überhaupt nicht. My work life is stressful enough when I'm not at work. Mein Arbeitsleben ist schon stressig genug, also reicht mir das. Gut, dann ist das Steven mit der Nummer 6. Dann geben wir das Mikrofon mal weiter zu Houston. Houston hat die Nummer 5, ist alleinerziehender Vater, hat 3 Kinder. Wie geht's den Kids? Great. Wie alt sind Denen geht's blendend. Have one 12, one einer ist 14, 12, ein almost 17. Ist 14 und der Älteste ist fast 17. Und wo sind die jetzt? They're with my mom, their grandmother. Sie sind bei ihrer Großmutter, bei meiner Mutter. Wissen die Kinder, wozu sie hier nach Deutschland gekommen sind? Women. Frauen. Haben die Kinder gesagt, wie sie aussehen soll, die da nach Hause kommen soll? No, I like to surprise them. Ich liebe es, sie zu überraschen. Sonst kommt sie wieder nach Hause, ne? No. It's a big adventure. Okay, also, Houston hat die Nummer 5. Jetzt geben wir das Mikro weiter an Randy. Ja. Randy arbeitet als Manager in einem Supermarkt und macht nebenher auch noch so ein bisschen Karriere als Fotomodell. Bleibt da genug Zeit für die Liebe, Randy? Oh, absolutely. Ja, natürlich, natürlich. Genug Zeit für die Liebe. Kommen die Mädels eigentlich in den Supermarkt wegen Ihnen oder wegen der Sonderangebote? A little of both. Ein bisschen von beiden, ein bisschen von beiden. Können Sie treu sein? Yes. Ja. Sie haben schon 120 Briefe bekommen aus Deutschland. Was machen Sie jetzt damit? Ich habe sie noch nicht alle beantwortet, aber ich bin gerade dabei, sie alle zu beantworten. Also Sie haben schon mal die große Auswahl.
Yeah, a wide variety. Da bleibt ja für uns ja, nichts mehr übrig. Ich habe eine sehr große Auswahl. Okay, Nummer 4, dann gehen wir gleich zu Nummer 3 gleich. Aber vorher möchte ich mit Christiane reden. Christiane, Sie sind gerade 18 geworden. Ja. Warum wollen Sie einen Mann aus Alaska? Weil ich Deutschland gerne verlassen möchte und mir eine Zukunft in Alaska vorstellen könnte und früh eine Familie gründen möchte. Ja, warum nicht eine Zukunft in Deutschland? Nee, die deutschen Männer sagen mir so nicht zu, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Sie sind erst 18, wie viel Erfahrung haben Sie gemacht? Ja, ich habe meinen ersten Freund schon mit 13 gehabt und Treue spielt bei mir auch eine große Rolle. Ach, die waren nicht so treu? Nee. Wissen Ihre Eltern von Ihrem Vorhaben, dass Sie bald in die Wildnis entschwinden? Ja. Und sind happy? Ja, am Anfang nicht so sehr. Da haben sie auch erst gesagt, überleg's dir gut. Und anschließend meinte meine Mutter dann so, ja, wenn du dich da glücklich fühlst und glaubst dir, deine Zukunft aufbauen zu können. Sie wollen gleich heiraten? Ja. Und Kinder? In 2-3 Jahren, ja. In 2-3 Jahren. Wie viel? 5, 6, 7? 2. 2, reicht für die Rente. Okay. Was wissen Sie über Alaska? Dass die Leute weit voneinander entfernt wohnen und dass es da mächtig kalt ist. Braucht man Telefon, ne? Ja. Robin alleine geht nicht mehr. Wasserflugzeuge, ja, Hundeschlitten etc. Sie könnten sich richtig vorstellen, in der Wildnis zu leben? So ohne Nachbarn, ohne Supermarkt? Ja, nee, also Zivilisation sollte schon sein, so eine Kleinstadt. So ein bisschen Abenteuer um die Ecke wäre schon ganz recht. Genau. Ja, ja. Sind Sie fit für Alaska? Ja, ich wandere gern, jogge gern, schwimmen. Ah. Sie lernen zurzeit allerdings noch Zahnarzthelferin, ne? Ja. Sind erst in 2,5 Jahren fertig. Ja, aber wo die Liebe hinfällt, ne? Ah, dann würden Sie sofort abbrechen und gehen? Ja, unter Umständen schon. Weg ist er, aha. Und wie soll er sein? Ist da schon was in die engere Wahl? Ja, die Nummer 2 und die Nummer 4. Er hat schon 120, ja? Also, gib ihm eine Chance, Nummer 2. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Nummer 3. Zu Steve. Steve, warum wollen Sie keine Amerikanerin heiraten? Die stehen da vor der Haustür. Yeah, we have lots of them at home. They're kind of materialistic. Wir haben viele Frauen zu wir haben genug Frauen zu Hause, aber sie sind einfach zu materialistisch. Zu materialistisch? Die wollen alles haben? Yeah, they want to have it all. That's right. Sie wollen einfach alles, alles haben. Aber das ist doch schön, dann gibt man ihnen alles, dann weiß man wenigstens, wofür man arbeitet. Oh, I don't mind that. It's just that's what they look for to begin with. Das stört mich nicht, aber das dreht sich bei den amerikanischen Frauen von Anfang an nur um das Materialistische. Und die rauchen auch alle nicht, die Amerikanerinnen. Wir deutschen Frauen rauchen. Well, that's fine with me. I don't mind smoking. Das stört mich nicht. Ich habe nichts gegen Raucher. Schon könnte ich ihn küssen. Wunderbar, das wär's. Wohnen Sie weit? Come on down. Yeah, come on. Ah, wieso nicht? Wieso nicht? Let's give them all the chance. Nummer 3 ist schon mir, ne? Schon klar. Ich arrangiere das mit dem Schweizer schon irgendwie. Wohnen Sie weit ab vom Schuss? Yeah, closest city is about 350 miles away. Ich lebe 350 Meilen von der nächsten Stadt entfernt. Wie muss es sein, die Frau, die ihr Herz anspricht? Die Stunde der Wahrheit. The moment of truth. Well, she should be. Sie sollte. Yeah, she should be in my home. She should be. Sie sollte. Well, she should have on a gray and black outfit and be sitting in the back row right now. Sie sollte etwas Graues und Schwarzes anhaben und hinten schon, im Saal sitzen. Okay, gut. Also Steve hat die Nummer 3. Oh, yeah, I've seen plenty. Okay, Brian mit der Nummer 2, die Sportskanone. Da haben wir ihn schon, ne? Also der Sportler. Brian, was machen Sie alles, um sich fit zu halten? I play sports 12 months out of the year pretty much. I play hockey. Ich mache das ganze über Sport. Ich spiele dreimal in der Woche Hockey. Ich nehme an Autorennen teil. Viele Sachen, viele Sachen. Und Ihre Frau muss auch so sportlich sein wie Sie oder muss sie das alles nur aushalten? No, if she'd like to do it, that'd be great. Nein, wenn sie Spaß daran hätte, wäre es okay. Was sind Ihre besten Eigenschaften? Ich habe eine merkwürdige Meinung ab und zu, aber das ist aber auch alles. Also so ein bisschen ironisch, ha? Oh yeah, I'm a real smartass. Ich bin schon ein kleiner Klugscheißer. Worauf legen Sie bei einer Frau am meisten Wert? Wo gucken Sie zuerst hin? Randy, don't do it. Everything.
I'd say everything gets started from the outside, of course. Es fängt natürlich mit dem Äußeren an. Aber es ist zwar ein bisschen oberflächlich, aber das Äußere zielt halt an. Und wenn es beim Äußeren bleibt, dann ist es sofort aus. Das stimmt wohl. Brian mit der Nummer 2, der Mann mit dem Tiefgang. Okay. So, Dale ist die Nummer 1. Dale ist mit 54 Jahren hier der Älteste in der Runde, hat sich auf die große Reise gemacht hier nach Deutschland, um eine deutsche Frau zu finden. Die muss naturverbunden sein, die muss tierlieb sein. Mein Leben dreht sich um Tiere. Also erwarte ich auch von meiner Frau, dass sie Tiere mag. Currently I have four head of horses. Er hat jetzt vier Pferde. Eines dieser vier Pferde ist ein Mustang. Ein Mustang, den er von der US-Regierung gekauft hat. Was aber, wenn Ihre Frau so wie Diana und Charles keine Pferde mag, dann geht's ja schon nicht. Sieht man ja, ne? Lady Di, I think she found a jockey or ich glaube, a trainer. Dass Lady Di ein Jockey oder Reitlehrer fand, der den Platz des Pferdes einnahm. Das war das beste Pferd im Stall. Okay, Dale mit der Nummer 1, der Mann für die Romantik. Ja, das klingt nach Abenteuer und Lagerfeuer. Susanne, warum Alaska? Ja, Natur, sind da richtige Männer. Richtige Männer. Ja, deutsche Männer, kann man alle vergessen. Sie gehen mit Kind und Kegel, ne? Mit Kind und Kegel. Und es gibt es nur im Viererpark. Im Viererpark? Ja. Das heißt, wer kommt da noch dabei? Ich habe 3 Söhne. Wie alt sind die? 5, 2 und 6 Monate. Die hatten mal einen Vater, ne? Wo ist der? Tja, der hat sich anderweitig abgesetzt. Soll er sein, einer von ihnen? Romantisch, ja. Nummer? Ja, 3, 4, 7 und 9. 3, 4, 7 und 9. Ja, gleich um 4. Ja, für einen müssen Sie sich entscheiden, ist ganz klar. Ja. Wie stellen Sie sich vor, da drüben zu leben in Alaska? Ja, schon ein bisschen in der Stadtnähe, ein bisschen am Land. Also Land ist schön, eine kleine Farm oder so. Vorne Mittelmeer und hinten die Alpen. Man kann nicht alles haben, ne? Also auch ein bisschen abseits leben, ne? Ein bisschen abseits. Wie muss er sein, dass es sie anspricht? Treu, romantisch, naturverbunden, kinderlieb auf jeden Fall. Ne? Das ist in jedem Fall klar. Wenn sie im Viererpack kommen, dann ist alles okay. Also, Sie können noch ein bisschen gucken. Die Jungs ziehen gleich um. Ihr zieht mit hier in Richtung Blockhütte. Und wenn irgendjemand Lust hat, dann schreibt ihr uns Nummern, habt ihr euch gemerkt. Die Namen dazu, auch die Eigenschaften haben sie verraten. Nummer 8 war der Mann mit dem Lied, 7 war, 6 waren die Fischer, 1 war der mit den Pferden, 2 war der Fallschirmspringer und den Rest weiß man noch auswendig. Ne? Okay, wir sehen uns gleich weiter zum Thema mit anderen Gästen. Bis dann. Wollen Sie